Ein Übersteiger beim Freistoß ist eine relativ einfache Sache, die gegnerische Mauer aber schnell verwirren kann. Packt ihr einen doppelten Übersteiger dazu, hat der Gegner oftmals gar keinen Plan mehr. Ein simplerer, angetäuschter Freistoß lässt sich im Spiel relativ einfach umsetzen. Wurdet ihr in einer guten Position für einen direkten Freistoß gefoult, wählt ihr erst mit RB auf der Xbox bzw. R1 auf der PlayStation einen geeigneten Schützen aus. Mit den Schultertasten RT und LT bzw. R2 und L2 holt ihr dann einen zweiten und dritten Schützen hinzu. Steht euer Spieler parat, haltet ihr LT oder L2 gedrückt und drückt erst die Schuss- und gleich darauf die Kurzpasstaste. Der erste Spieler läuft dann über den Ball. Wollt ihr den zweiten Spieler ebenfalls über den Ball laufen lassen, lasst L2 oder LT los und drückt erneut zuerst die Schuss- und gleich darauf die Passtaste. Danach kann der letzte Schütze den Ball aufs Tor zimmern. Nochmal, ein einfacher Übersteiger funktioniert, indem ihr zuerst den Schützen definiert und dann mit den Schultertasten RT und LT bzw. R2 und L2 einen zweiten und dritten Spieler dazu holt. Haltet dann LT oder L2 gedrückt und drückt zuerst die Schuss- und gleich darauf die Kurzpasstaste. Der Spieler läuft dann über den Ball und danach könnt ihr mit der Schusstaste den Freistoß normal ausführen. Wollt ihr einen zweiten Spieler den Freistoß antäuschen lassen, macht alles so wie bei einem normalen Übersteiger und lasst, nachdem der erste Spieler über den Ball gelaufen ist, L2 bzw. LT los und drückt erneut die Schuss- und gleich darauf die Kurzpasstaste. Mit etwas Übung bekommt ihr den Ball dann auch ins Tor.